Menschen, ihr lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen auf meinem Kanal Wendy's Painting-Ecke zu einem neuen Video. Heute mit einem Review zu unserem kleinen Sommerbild. Es ist ja wirklich klein. Ich habe dieses Bild gepainted zum Summer Trolls 2024. Ein Event, was die liebe Claudia, ich und die Sarah gehostet haben. Das Event wird es auch nächstes Jahr wieder geben. In meinem letzten Video von Summer Trolls 2024 im Paint with Me, was am Samstag lief, da habt ihr ja gemerkt, dass ich doch etwas melancholisch geworden bin. Und ja, wie gesagt, wir hosten das auf jeden Fall wieder. Und das nächste Event wird ja erstmal Frosty Trolls sein. Auf jeden Fall möchte ich ein kleines Review machen, weil doch das Bild so einige Facetten hatte, die ich nicht gedacht hätte. Während des Paint with Me's habe ich das nicht erwähnt, weil für mich gehört sowas ins Review, damit ich mein Review ein bisschen füllen kann und nicht euch nur das Bild nochmal zeigen kann. Auf jeden Fall hat es mir Freude bereitet, dieses Bild zu painten, weil trotz der kleinen Größe es super rauskommt. Also ich bin absolut begeistert. Ich kann mich hier über keine Steine beschweren. Ich kann mich hier über nichts beschweren, dass den Druck angegangen ist. Ich habe hier einige Steine ausgetauscht in AB-Farben, wie ihr wisst. Ich habe meine drei Herzchen, habe sogar drei Herzchen eingefügt, mein Markenzeichen. Hier einmal ein blaues und hier zwei orangene. So richtig sieht man es nicht mal, aber oh ja, das sieht man. Die Orangen sieht man ein bisschen besser wie das Blau hier oben, ne? Aber wenn man das weiß, dann sieht man es. Ist für mich jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend, dass man das sonst wie sieht, sondern einfach, ich habe es reingemacht, die Herzchen. Ne? Ja, welche Facetten hatten wir denn? Wir hatten einfach nur schöne. Also ich kann mich wirklich, ich finde, dieses Bild hat was. Dieses Bild strahlt einfach diesen Sommertraum und so gut wird von Summer Trolls 2024 aus. Und ich liebe es einfach. Was mir nicht gut gefällt, ist zum Beispiel hier diese, ich würde sagen, es war eine Kirsche. Die gefällt mir nicht so gut. Und dass halt in den Zitronenscheiben die schwarzen Striche fehlen. Was aber dem halt geschuldet ist, dass es so klein ist. Ansonsten finde ich das ein wunderschönes Bild. Wir haben hier die Ananas, die in verschiedenen Farben rauskommt, mit der Blüte hier dran. Wir haben hier die rote Blüte. Wir haben einmal die Sternanis hier. Wir haben hier nochmal die Zitrone, also ich würde sagen, es ist ohne Zitrone, aber eben ohne die schwarzen Striche, die da wären. Man sieht die hier. Wenn man hier so durchguckt, sieht man diese Striche, ne? Aber halt nicht deutlich genug, um sie wirklich wahrzunehmen. Ne? Also wenn man da so drauf guckt, ja, ein bisschen sieht man es, aber es ist halt wenig. Wenn das Bild viel größer wäre, wäre es dementsprechend so, dass man das natürlich viel besser erkennen würde, ne? Weil man dann einfach auch die schwarzen Steine setzt. Hier haben wir die Kokosnuss, wo man aus der Kokosnuss die Kokosmilch mit den Trinkhalmen trinken kann. Hier ist das Meer, was so mit verschiedenen Farben angedeutet wird, der Wellen. Ne? Hier ist der Sand und hier ist der Himmel und das Palmenblatt und natürlich dieser wunderschöne Sex on the Beach Cocktail. Für mich ist es ein Sex on the Beach, weil das die Farben das hergeben. Ne? Das ist auf keinen Fall in Batida de Coco, weil das ist nicht weiß. Ja, aber das ist so, Sex on the Beach kommt hin. Das ist der Cocktail, den meine Omi und ich immer getrunken haben, wenn wir irgendwo zusammen waren. Uns den gab, haben wir beide immer den gleichen getrunken. Das erinnert mich so halt an meine kleine, süße Omi. was kann ich noch sagen? Ich finde die Blautöne, dass die so ausgewogen waren, sehr gut. Genauso auch bei den Grüntönen. Denn wir hatten wirklich verschiedene Grüntöne und auch verschiedene Blautöne. Und das fand ich eben super. Ne? Wir hatten hier einmal das Grün. Ich guck mal noch ein bisschen, ob ich euch noch kleiner... Wir hatten verschiedene Grüntöne, die eben auch schon so ins Türkise übergegangen sind, beziehungsweise ins Petrol. Und das finde ich halt sehr schön, dass das nicht so einseitig war. Und die Blautöne, wisst ihr ja, die Farbe finde ich ja total toll. Und die Farbe finde ich super, super, super toll. Ja, also es war wirklich ein schönes Painten. Wir haben eingesetzt von gedachten 6 AB-Farben.
haben wir 5 eingesetzt. Jetzt noch mein Sommerschild. Ich habe die 310 nicht mit eingesetzt, weil das für mich jetzt nicht unbedingt ein Hingucker sein muss. Am Rand hier der Kokosnuss, beziehungsweise hier so dazwischen, zwischen dem Gras, beziehungsweise hier so, ne, der Ananasblüte. Das war für mich jetzt nicht wichtig, dass ich das hervorhebe, aber so ein bisschen der Blüte und so in den einzelnen Früchten, in der Blüte hier, war mir das wichtig, genauso wie ein bisschen in den Wellen, ne? Also das fand ich eben sehr schön und ich muss sagen, es kommt auch gut raus. Ne? Also das sind schöne Farben gewesen, mal was anderes auch, ne? Und die hatte ich auch, glaube ich, noch nie weiter groß zum Einsatz kommen lassen. Und ich finde, die kommen wirklich super raus. Also ich bin da absolut zufrieden, finde es ein wunderschönes Bild. hat sich hingezogen bei mir über den ganzen Monat, um das Bild zu painten, weil ich ja wirklich versucht habe, es am Anfang nur in den Paint With Me für das Sommer-Event zu painten. Schlussendlich habe ich dann aber, glaube ich, 2 Tage dafür auch außerhalb der Paint With Me verbracht an dem Bild. Ich sage, es waren 2. Und zum Schluss haben wir jetzt den Cocktail mit den Früchten noch gepaintet. Ne? Ich weiß, ich hatte das Blau einmal gemacht und einmal das Grün hier oben. Ich weiß gar nicht, wie es hier unten war. Also höchstens 3-mal noch am Abend verbracht. Genau, das Grün hier in der Palme, das war das letzte Mal, dass ich an dem Bild ohne euch gepaintet hatte. Und zusammen hatten wir ja den Cocktail gemacht. Und es hat sich einfach wunderbar painten lassen. Es hat Freude bereitet, es hat Spaß bereitet. Es hat alleine dafür, dass ich mit euch dieses Bild auch größtenteils gepaintet habe, auch nochmal eine besondere Facette, ne? Und dass halt der Cocktail ein Sex on the Beach ist, der mich mit meiner Oma verbindet, ne? Genau. Gepaintet habe ich ja mit meinem schönen Muschelstift mit Seetang und ja, das Orangene kann ich euch nicht sagen, was das ist. Keine Ahnung. Irgendwas. Aber das ist auch ein schöner Stift. Ne? Und ich hatte dazu das Wachs von der lieben Heidi von Craft & Merting, das Bienchenwachs Pina Colada. Das ist ein Wachs, den habe ich aber schon länger. Der war diesmal nicht in der Summer Edition mit drin. Aber Heidi meint immer, jetzt, dass das eben so ist, dass sie eben neue Düfte auswählt und dann die halt das Vorjahr gut gelaufen sind. Ne? Und vielleicht war das bei Pina Colada nicht. Ich habe Pina Colada damals. Ich nehme eh eigentlich mittlerweile alle Düfte, die da neu sind. Aber Pina Colada war damals, weil ich einfach auch gerne Cocktails trinke. Pina Colada nun nicht, weil da Sahne drin ist. Aber ja, genau. Ich habe ja mit dem 7-fach-Schiffchen, aber meist nur mit 6 gepaintet. Ne? Wir haben von allen Farben noch was da. Es ist nicht viel, aber es ist genügend. Eine wunderschöne Farbe. Das heißt, ich habe ja wieder mal ein Bild, wo ich die Farben entweder aufhebe, weil es die gleiche Nuance hat, oder aber es fliegt Futterstein in meine Vase für die Anti-Stress-Bälle, die beim Shop sind. Ich habe aber noch 2 Slotboxen da, 2 28er Slotboxen, wo genauso die Farben drin sind. Ja, da muss ich auf jeden Fall mal wieder was tun, um die Slotboxen zu leeren. Ich werde deshalb und keine Video machen, weil das ist ein Durcheinander und da bin ich froh, wenn ich das alles so gut hinbekomme. Bei der letzten Kitting Down habe ich sogar 2 Farben vertauscht beim Down Kitten, habe aber da eine ganz liebe Zuschauerin, die mich darauf hingewiesen hat und da bin ich sehr dankbar. Genau. Ja, ach so, ein Cover meinte hatte ich, den habe ich schon weggehangen. Hatte ich ja die rosa pinke Qualle Oktopus. Den hatte mal die liebe Janine X in ihrem Shop. Genau. So, das war es eigentlich schon. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen, außer dass halt die Kirsche oder was auch immer das ist. Vielleicht der Strohhalm hier noch, ja. Aber ansonsten finde ich das Bild sehr gelungen. Und würde mir es tatsächlich auch noch größer wünschen, weil das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Ne? Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei wart beim Summer Tools 2024. Ich freue mich, dass ihr meine Videos geschaut habt und wünsche euch alles Gute.
Bleib gesund. Viel Spaß mit euren Hobbys. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.